ich muss weg. Ich habe die letzte Sendung, die war dann kurz vor den Apple-Quartalszahlen. Und ich habe im Augenwinkel gelesen, die wären ganz okay gewesen. Ach, so viel Geld. Ach, was ist denn das? Wie viel Geld ist das? Wie viel Geld ist das denn? Also so unbegreiflich. Da denkst du dir doch echt, ja, die könnten mal kurz irgendwie so ein paar hundert Millionen drüber schieben. Wird auch keiner merken. Ja, nee. Weil völlig egal. Bei der Menge. Ja, also ich meine, zu den Zahlen gibt's, die braucht man gar nicht zu wiederholen. Viel Geld, so. Viel Umsatz, viel Gewinn, alles Rekord, Rekord. Viel Geld, ja. Ja, also viel zu viel Geld, irgendwie 180 Milliarden jetzt bald Barbestand. Also ja, dann gab es wieder die üblichen Auflistungen, was Apple alles kaufen kann damit. Irgendwie übliche Quatsch, ja, welche Länder und das ja, bringt auch alles nicht weiter. Und ja, also das eigentlich Interessante war natürlich, das iPhone hat völlig dominiert. Dieses Quartal in jeder Hinsicht und war also wirklich ein so extremer Erfolg, kann man jetzt ja schon als Fazit ziehen, iPhone 6 und iPhone 6 Plus, wie bis jetzt vorher kein anderes neues iPhone. Also das ist wirklich in Massen über die Ladentheke gegangen und vor allen Dingen in Massen produziert worden, nicht wahr? Ich meine, das ist ja so einer der beeindruckenden Geschichten, weil es war ja schon zu erwarten, dass einfach die Nachfrage hoch ist. Und eigentlich ist es für das Weihnachtsquartal immer so gewesen, wie viel kann denn Apple produzieren, weil die Nachfrage hoch genug ist. Die Frage ist, wie viel sie vorsteuern können und abschätzen können, wie viel sie brauchen. Und ich meine, im iPhone ist es nicht schwierig abzuschätzen. Da kannst du einfach sagen, was du halt produzieren kannst. Und sie konnten halt wirklich eine extreme Menge an Geräten produzieren, sodass halt jede Sekunde irgendwie 9 verkauft hast oder so, wie war das? Ja, 9 pro Sekunde. Wenn man sich das mal bildlich vorstellt, ja, du hast so ein Förderband, wo in der Sekunde 9 iPhones drüber heizen. Und du stehst da so in einem Laster und wirst mit den iPhones beschossen. Das ist schon relativ. Du wirst ja wirklich beschossen, also eine Sekunde ist jetzt nicht lang. Ja. Das ist schon wirklich sehr beeindruckend. Doch durchgehend, so tags, nachts, 9 Stück. Ja, ja genau. Das hört nicht auf. Also vor allem müssen die noch eingepackt werden, die müssen noch verschifft werden. Ja. Also das ist schon ein wildes Quartal gewesen irgendwie. Beeindruckend. Kurze, ganz andere Frage, ist tatsächlich eine blöde Frage. Was bedeutet eigentlich Barbestand? Haben die da einen Keller mit Scheinen drin? Das ist ja auch so ein Ding, dass die auch nicht in den USA liegen. Ja? Und deswegen auch diese Diskussion, wo zahlt Apple die Steuern und wo haben sie ihr Geld rumliegen? Sollten sie das Geld nach Hause holen und da dann die Steuern darauf bezahlen für den Import dieses Geldes? Und jetzt machen sie diese Geschichte, dass sie Schulden machen, nicht wahr, um so ein Geld reinzuholen, für das Geld, das sie schon, also um mit dem Geld arbeiten zu können, das ihnen gehört. Richtig? Ja, das machen sie ja schon länger. Also das ist ja nochmal eine eigene Geschichte, dass das halt ein Problem ist, dass ein Teil dieses in Anführungszeichen Barbestands, es kommt ja immer dieses Bild aus Breaking Bad, ich glaube, das kann man verraten, ohne zu viel zu spoilern, wo die in der Garage auf so einem Geldberg liegen und sich daran erfreuen. Natürlich liegt da in keiner Garage ein Geldberg, obwohl, wer weiß, bei Tim Cook in der Garage liegt vielleicht auch so ein Geldberg herum, das kann natürlich schon sein. Ich kann dir das im Detail auch nicht erklären, in welcher Form das, wie untergebracht, also das ist in verschiedenen Arten von Investitionen, ist das gebunden, dieses Geld, bei einer Summe von 180 Milliarden Dollar habe ich kein Vorstellungsvermögen mehr und auch kein wirtschaftliches Wissen mehr, um zu verstehen, wo und in welcher Form die dieses Geld geparkt haben. Das entzieht sich meiner Vorstellungskraft tatsächlich auch. Aber es ist halt irgendwie zugänglich. Es ist mehr oder weniger zugänglich in unterschiedlicher Form. Und es ist aber dadurch, dass es halt global verteilt ist und nur ein kleiner Teil davon in den USA ist oder dann zumindest von 180 Milliarden Dollar zumindest ein kleinerer Teil in den USA ist. Und du das Problem hast, dass wenn du eben den größeren, diesen restlichen Teil auch gerne in den USA haben würdest, das halt ziemlich heftig besteuert wird. Und das auch so natürlich ein Politikum in den USA ist und da ja auch allerhand Bestrebungen sind, da doch die Firmen noch irgendwie zu besteuern für ihre Auslandsgewinne und die Firmen natürlich alles machen, um das irgendwie aus den Griffen der Steuerbehörden zu halten. Und das ist natürlich eine recht komplexe Geschichte. Und ja, das kommt darauf, läuft dann darauf hinaus, dass halt, wenn Apple sein ganzes Dividendenausschüttungskram und Aktienrückkäufe und den Krempel halt machen wollen, den sie halt machen jetzt seit auch ein paar Jahren in recht groß angelegter Form,
dass sie dann halt unter Umständen halt Geld tatsächlich auf, also Schulden aufnehmen müssen oder das halt in Form von Anleihen machen, um halt nicht das Geld zurückführen zu müssen, dafür keine Steuern zahlen zu müssen, sondern lieber halt die Anleihenscheine ausgeben und damit halt Schulden aufnehmen und darauf halt einen gewissen, im Moment relativ lächerlichen Zinssatz ansetzen. Der, ja, und das Ganze auch ja, auf 10, 20, 30 Jahre hin gebunden ist. Also das ist also extrem langfristige Sachen, die, die ja dann im Moment halt Apple einfach erlauben, auf diese Weise das günstiger zu machen, als eben dieses Geld zurückzuführen. Das ist wahrscheinlich einfach eine simple Rechnung, wo sich einer hingesetzt hat und überlegt hat, okay, wie viele Milliarden müssten wir jetzt verschieben und wie ist denn halt die Steuerlage und wie ist das, sieht das mit den Zinsen aus? Mhm. Und kam halt zu dem Schluss, so ist es eigentlich sinnvoller, wir machen hier halt ordentlich ein paar Milliarden Schulden und geben halt Anleihen aus, die ja auch sehr beliebt sind offensichtlich. Also sie haben ja keine Probleme, die loszuwerden in kurzer Form. Und die haben, das sind ja jetzt auch schon über 30 Milliarden Dollar ungefähr, die sie in der Form aufgenommen haben an Schulden. Um eben halt, ja, halt Dividendenaktienrückkauf und dann wird immer noch runter reingebracht. Ja, lustigerweise dienen diese Schulden auch dazu, um Schulden zurückzuzahlen. Ja, also das sind dann komplexere finanzielle Konstrukte, die werden wohl irgendwie funktionieren. Und Der Luca macht das alles. Ja, der hat das alles unter Kontrolle. Und mir haben sie die Ohren ein bisschen geschlackert bei dem Conference Call. Da waren viele unbekannte Vokabeln fielen da irgendwie. Ja, das geht dann schon ins Volle natürlich. Also in der Mitteilung an die Börsenaufsicht stand halt auch drin, ja, vielleicht, also mal, dass sie es halt dafür benutzen wollen und unter Umständen auch für Firmenaufkäufe und so weiter. Das ist natürlich alles sehr unkonkret. Werden wir sehen, ob da noch was Größeres passiert in den nächsten Wochen und Monaten. Weil bei Firmenübernahmen ist natürlich dasselbe Problem, dass du halt das Geld brauchst in irgendeiner Form oder je nachdem, wie die Übernahme natürlich abläuft, Teil dieses Geldes brauchst und das natürlich auch lokal brauchst und nicht irgendwie dann halt in Übersee. Ja, also das ist halt so ein Ding, an dem jetzt Apple sich einfach, dass Apple auch sehr zu perfektioniert haben scheint. Ja, also es sieht von außen, sieht es sehr, sehr clever aus, aber natürlich auch, ja, in den USA ist es natürlich nicht unumstritten. Ja, also weil, wie schaut denn das aus mit dieser Saphir-Fabrik? Ja, also die waren ja irgendwie in der Diskussion so letztes Jahr mit Saphir-Gläsern für das iPhone, was nicht so gekommen ist. Die haben irgendwie Probleme mit dem Geld, sind nicht fertig geworden, man weiß es nicht genau. Sind pleite gegangen und Apple hat jetzt irgendwie, wie viel, 2 Milliardchen dort reingesteckt? Mhm. Um halt ein Datencenter irgendwie dahin hinzustellen. Also irgendwie so nach dem Motto, alles rausreißen, wir machen jetzt was ganz anderes. Der Ort, die Räumlichkeiten sind irgendwie mehr wert als da irgendwie. Ernsthaft? Das hört sich sehr abenteuerlich an, oder? Obwohl Datencenter hört sich für mich gut an. Also es wäre nur so ein Bereich, der wäre durchaus, da wünsche ich mir mehr Kapazitäten. Von mehr Servern wird iCloud nicht besser. Man könnte das hoffen, dass irgendwie mehr Server iCloud in irgendeiner Form besser machen. Aber also ich meine, das ist natürlich vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad eine politische Sache. Sie wollten dieses Werk ja halten. Das haben sie ja vorher schon angekündigt, weil das wurde ja mit wahrscheinlich auch wilden Steuervergünstigungen hochgezogen. Und wer weiß, wem da was versprochen wurde, politisch vor Ort, an Lokalpolitikern, so, ja, Apple kommt zu uns, sie müssen keine Steuern zahlen, aber 5 Arbeitsplätze werden geschaffen, yay. Und jetzt haben sie halt wahrscheinlich gesagt, okay, dann lass mal 2 Milliarden reinstecken, ist auch wurscht, wo wir das Ding jetzt hochziehen und bauen sich ein Datencenter nochmal hin. Bei Breaking Bad wird das doch mit diesen blauen Plastiktonnen gelöst, ne? Du kannst einfach das Ganze. Da wird einiges mit blauen Plastiktonnen gelöst. Unter anderem die Geldgeschichte. Ja. Vielleicht, ich sage ja nur so als Anregung für Apple, so in der Wüste irgendwo. Ja, Wüste haben sie ja genug. Ja, eingraben, warten. Oder an Tims Stelle, weißt du, wie Dagobert so einen Geldspeicher bauen soll. In die Mitte von diesem UFO, bam, so einen großen Geldspeicher. Hat das mal jemand nachgerechnet, wie viel so in Münzen das wäre? Ja. Man weiß ja nicht so recht, welchen Wert diese Münzen haben. Wie viel ist so ein Taler denn wert? So
Und Taler weiß man nicht, aber die sind meistens, die sehen golden aus. Also ja, ja, es wäre wahrscheinlich dann Goldmünzen und dann hast du ja sehr schnell das beisammen. 180 Milliarden in Gold ist ja wahrscheinlich gar nicht so viel. Die Tim immer mit seinem Fitnessarmband dann schwimmen. Die werden in Apple Watch Edition aufgerechnet. Ja. Was ist denn da los mit den Apple Watches? Das ist so. Haben wir, das ist mit,